Ja, aber was mache ich jetzt? Was gebe ich hier oder was sage ich jetzt? Hast du dir das Geschenk schon gegeben? Ja. Ja? Hat sich gefreut. Ja? Ich habe ja auch das mit Bernstein und so gesagt, aber ja, ist doch schön, ich glaube, das fand's jetzt gut. Aber ich will ja jetzt irgendwie sagen, ja, nee, passt nicht. Ja. Odessa in der Ukraine. Hier sollen die schönsten Frauen des Landes leben. Und tausende Männer haben hier schon ihr Liebesglück gefunden. Heute wollen unsere drei Single-Männer die Nächsten sein. Schaut her, Elvis und Dennis. Das ist der Hafen von Odessa. Und genau dort will Hobbykapitän Walter seine Schützlinge verkuppeln. Der Dennis und der Elvis wollten ja mit mir auch mal was zusammen machen. Der Walter ist ja gerne der Kapitän und da hat er uns dann was organisiert, und zwar eine Schifffahrt mit einem Schiff. Und ja, da sind wir dann hin. Doch für ein Date nach Walters Geschmack fehlt den beiden jungen Single-Männern noch etwas. Gut, dass es hier allerhand maritime Souvenirs zu kaufen gibt. Ach, schau mal, da ist ein Kiosk, da kann man was kaufen. Ah ja, guck mal hier. Eine Mütze, so wie Walter sie hat. Das wär's. Das kam mit weißem Rand. Da bin ich hier der Oberadmiral. Ja, aber Dennis, so geht es nicht, weil einer muss ja das Kommando behalten. Und das bin ich. Ja, ich. Nee, mit dem weißen nee, Rand, das nee, ist aber der Admiral. Nee. Also der Captain bzw. Admiral bin ich. Es kann nur einen Kapitän geben und bei uns drei bin das ich. Ja? Und das habe ich mit solchem Nachdruck gesagt und habe den Dennis angeschaut, streng angeschaut. Walter is not amused. Ich würde euch mehr empfehen, dass ihr zwei Matrosenmützen aufsetzt. Ja, die mit dem Bommel drauf. Ja. Sollen wir den nehmen, Alter? Ja. Ja, ist doch lustiger. Ja. Aye, Captain. Dann hat er das begriffen und hat gesagt, okay, dann sind wir halt die Matrosen. Er hat auch dann wahrscheinlich gemerkt, dass er noch kein Kapitän sein kann mit 25 Jahren. Ja, ist ja klar. Ja, er will immer Kapitän sein, er will immer so der Obermann sein. Ach, Hoppe. Mir ist das ja egal. Aber ich glaube, wenn der mal medikamentös eingestellt ist, dann hört er doch wieder auf, gell? Also, meine Herren. Ja, auf geht's, Kapitän. Welcome on board, stramm gestanden. Ja. Und ab auf die MS Walter. Okay, ja? Auf geht's. So, wie habt ihr euch denn das gedacht? Habt ihr ein bisschen was mitgebracht, ein kleines Geschenk für die Damen? Auf jeden Fall. Ja, du hast ja eine Rose dabei, finde ich schon mal ganz toll. Also mir sind die Sachen ausgegangen, Walter. Ach, das habe ich mir fast gedacht, aber ich habe daran gedacht, ich habe dir was mitgebracht, schau mal. Wie gut, dass es Walter Surprise-Tüten gibt. Es ist was ganz Kleines. Das war wieder mein sechster Sinn oder mein Schutzengel, der mir gesagt hat, Walter, nimm was für ein Elvis mit. Und da habe ich einfach in meine Kiste gegriffen und habe noch was mit rausgenommen. Es war nur eine winzige Kleinigkeit. Und ich habe gesagt, hier Elvis, eine schöne Verpackung. Aufs Schiff nimmt man ja eh nur kleine Sachen mit. Das ist ein Bernsteinring. Ja? Ja. Und den kann man hier, schau mal, so kann das die Dame hier drauf tun. Okay. Und du weißt ja, Bernstein ist so entstanden, dass es runtergetropft ist und der Moment ist festgehalten worden für die Ewigkeit. Und dann war das jahrelang im Meer und ist zu Stein geworden. Und du willst damit auch den Moment festhalten, den du mit der Frau erlebt hast. Ein typisches Elvis-Geschenk. Oder etwa nicht? Ich dachte, ja gut, versuche ich mir zu merken, irgendwie erkläre ich das dann irgendwie. Und hier sind die Damen. Von links nach rechts Natalia, Julia und Valentina, samt Übersetzerin. Welche ist denn jetzt für mich, Walter? Ich kann es aus der Ferne nicht erkennen. Ich sehe nur, dass drei Grazien kommen. Aber die würde dann schon zu mir laufen, oder? Ja. Wir können ja auch tauschen. Ja, für mich war es ziemlich schnell sicher, ja, von denen spricht mich jetzt keine direkt an. Vielleicht sehen die Damen aus der Nähe ansprechender aus. Hello. 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 I'm Walter. Hello. 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 Das können wir gleich. Also, ja, also ich dachte, okay, das ist nicht die Frau deiner Träume. Dennis hingegen ist von der ersten Minute an hin und weg von Valentina. Der erste Eindruck von der Valentina, da dachte ich, der Erlöser ist nah. Mit seiner Begeisterung steht Dennis aber ziemlich alleine da. Also die von Dennis hätte ich auch nicht besser gefunden.
weil die hatte irgendwie, keine Ahnung, die hatte keine Augenbrauen. I have a present for you. it is a ring. Ja, hier. Mm. And it's a special ring, because it is from Amber. Julia scheint beeindruckt. When amber is coming from the tree, it falls into water and then it gets a stone. And this is it. That's amber. Yeah. And it keeps the moment and this is, it should keep our moment, the ring. I hope you like it. Yeah, thank you a lot. Naja, ich wusste schon, dass es wahrscheinlich mit uns nichts wird. Aber dieses Geschenk ist halt sowas, dass, ja, das, da hast du erstmal was zu sprechen, so, ne, wenn es unangenehm ist. Oder eben nicht. Elvis ringt nach Gesprächsthemen. You have a tattoo here? Yeah, I have a tattoo. Can you guess what is it? What's it's? I don't know. An animal. Animal? Yeah, animal. A dog? No. A cat? A fish? No, it's a wolf. Ein Wolf also. Also, um ehrlich zu sein, fand ich den Wolf jetzt nicht besonders attraktiv, weil der war erstens an einer falschen Stelle irgendwie, auf den Oberschenkel. Und dann, warum ein Wolf? Was ist daran so? Weiß nicht. Also, ein Wolf ist ja mehr abschreckend. Na, dann denkt man ja, der beißt dich ja. Währenddessen kostet Dennis jede Minute aus und gibt für Valentina den geborenen Romantiker. You're a very beautiful girl. Oh, thanks a lot, Dennis. You're welcome. Nice words. I'm a little shy. Yeah, you don't must be shy. Schüchternheit kennt Dennis nicht mal aus dem Duden. Er geht aufs Ganze. Mensch, das kann schon nett werden mit dir, gell? Grund genug, Valentina direkt festzunageln. When you want, we can go tomorrow to breakfast or to lunch, yes? Yes. When you want. Maybe tomorrow. Yes? Okay. I'm very happy that you can spend tomorrow some time with me. Oh, okay. Yes? I love cappuccino. Cappuccino? Mm-hmm. Yes. We can go to breakfast or lunch. Oh, yes. And drinking cappuccino. Oh, I would like. Yes? Yeah. What's your favorite? I like. Tell me anything what you want. Okay. Okay. I like cappuccino. Cappuccino? In the morning. Yes. I like fresh juice. I do it every day for my princess in the morning. Okay. I believe you. Yeah, I swear. Okay. Natürlich bekommt das Valentina auch von mir jeden Morgen einen schönen Cappuccino mit diesem Milchschaum obendrauf. Ja, und ich sehe sie jetzt schon vor mir, diese rassige Frau, wie sie so ihren Cappuccino trinkt. So diese Milchschaum so wegschlürft. Herrlich. You want something to drink? Oh, yes, I would like. Thanks a lot. Okay, I pick up red. Okay, I will wait here. Yeah. Alter, willst du was trinken? Ja, do you want to drink something? What? Water? Was? Schon mal. Ja, Shampoos oder so. He's surprising us. Okay. Maybe some alcohol? Maybe. Champagne? Ja? Champagne, ja, für alle. Champagner sollte helfen, meint Elvis. Denn von Bord gehen kann er erst in einer knappen Stunde. Wir kamen nicht irgendwie richtig ins Gespräch, so, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, auch versucht, ein paar Jokes zu machen, ging irgendwie auch nicht. Also war schnell die Luft raus. Dann kam zum Glück Dennis, hat dann ein bisschen Champagner besorgt. Dann kann die Party ja losgehen. Maybe when we drink now some alcohol, it's getting better. Höflich ist das nicht gerade. Should I make it full? Ja, better, ja. As more alcohol, as better it's getting, eh? Sweet princess. Oh my god. Thanks. Salut. Salut. Last straw beer. Ganz nach dem Motto, viel hilft viel, schenkt der 25-jährige Dennis fleißig nach. Zwei
Drei Sitzreihen weiter scheint diese Taktik aber auch nicht viel zu helfen. Ja. It's very good. No, it's very bad. Yeah. Auch das noch. Der Braunschweiger hat heute einfach kein Glück. So kommt Elvis nie in Redelaune. Und ein Ende der Hafenrundfahrt ist noch lange nicht in Sicht. Scheiße, ich brauche jetzt irgendwie eine Exit-Taktik. Und ja, dann dachte ich, ja, der Einzige, der mir eine beibringen kann, ist Walter. I come in 5 minutes, okay? I'm just down and organize something, okay. Yeah? So, in 5 minutes. Okay, I'll wait for you. Julia ahnt nicht, was Elvis vorhat. Er holt sich Hilfe vom Dating-Kapitän. Hallo, entschuldige mal bitte kurz. Ja? Walter, kann ich dich kurz sprechen? 5 Minuten vielleicht? Ja, Entschuldigung. Es ist passiert. Can you excuse me for 2-3 minutes? Ja. Yeah. Ja, yeah? Thank you. I'm very sorry, it's my fault. Thank you. Sorry. Yeah? Thank you. Walter kann sich vorstellen, was passiert ist. Jetzt muss er sein ganzes Können unter Beweis stellen. Was ist denn los? Naja, also ich finde sie nicht so toll, aber ich habe jetzt gar keinen Plan, wie ich ihr das sagen soll. Diese Frau war ein sogenannter Wintertyp. Wintertyp sind Frauen mit schwarzen Haaren und die sich eigentlich sehr farbenprächtig schminken können. Und was macht diese Frau? Sie nimmt ein fast weißes Make-up. Also ich bitte dabei, ich möchte mich entschuldigen, auf dem Foto hat sie ganz anders ausgesehen. Ja. Ich kann nicht verstehen, wie eine Frau sich so weiß schminkt. So, wir ja. sind im Sommer und du musst mal ihre Schminke anschauen. Also ich kann sehr gut fühlen, was du verstehst. Und ich möchte mich entschuldigen, weil du siehst, du weißt, auf den Fotos sehen die Frauen ganz anders aus wie in Wirklichkeit. Keine Ahnung, er hat sich auf jeden Fall 1000 Mal entschuldigt bei mir, warum, weil die sich ja so weiß geschminkt hat. Und dass es ihm so leid tut, das wusste er nicht, weil auf Fotos sehen die ja anders aus. Wie dem auch sei. Ich wollte jetzt auch nicht dazwischen reden oder so. Ich habe gesagt, ja, wie komme ich da jetzt raus? Ja, aber was mache ich jetzt? Was gebe ich hier oder was sage ich jetzt? Hast du dir das Geschenk schon gegeben? Ja. Ja? Hat sich gefreut. Ja? Ich habe ja auch das mit Bernstein und so gesagt, aber ja, ist doch schön, ich glaube, das fand sie jetzt gut. Aber ich will ja jetzt irgendwie sagen, ja, nee, passt nicht. Ja. Ich würde ihr sagen, du hast kurz nachgedacht und du hast dein Herz gefragt. Mhm. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Du findest sie sehr sympathisch. Aber dein Herz schafft es nicht, sich in sie zu verlieben. Okay. Und du bist eigentlich hergekommen, um eine Liebe zu finden und nicht nur, um jemanden sympathisch zu finden. Ja. Okay, ne, wird zwar ein bisschen hart, weil das macht man ja eigentlich sehr ungern, jemandem da sowas sagen, aber man muss es sagen. Also habe ich das dann gemacht. I have also to tell you something. Yeah. I asked my heart and I have to tell you I think I have not enough love for you, for a relationship. I understand. I'm very sorry. No, but I like you as a person. You are a nice woman. Mm. You are very friendly. You are also very good looking. Mm. And I think you will find your man. But it's not me. Schöner hätte der 30-Jährige eine Abfuhr nicht verpacken können. Aber spurlos geht das nicht an ihm vorbei. Es ist halt unangenehm, jemand zu sagen, ja, nee, wird nichts. Ja, aber du kannst denjenigen ja halt auch verletzen. Aber es ist besser, du machst es sofort, als du wartest länger und es wird schlimmer. Nein, das hat mich nicht traurig gemacht, denn ich hatte genau dieselben Gedanken. Von solchen Erkenntnissen ist Dennis weit entfernt. Valentina und er haben sich inzwischen zurückgezogen, um ungestört zu sein. Und immer mehr Champagner getrunken. Beautiful eyes. Yeah. Say to me hello. Oh, yes, hello again. Nice to meet you. Nice to meet blue you. Blue eyes. You like it? Yeah, blue eyes. Yeah. Blue eyes. Baby's got blue eyes. Ich hab ja dann auch mal ganz tief in die Augen geschaut. Da war das auch so, wie der Walter immer sagt, wir waren am Senden und am Empfangen. Und vor allem Dennis sendet fleißig. You are really lecker Mädchen. What does it mean? You are so beautiful. Ah. You are lecker Mädchen. Oh. Thanks a lot. You're shy? Yes, a Why? Little. Because I'm... Because it's so many compliments for oh, from I'm sorry. You. I'm sorry. No, it's I'm also to shame.
because I can't believe it that I'm stay here with a beautiful girl. Oh. Das ist ein lecker Mädchen. You have to believe. Really? Ja, ist true. Dennis' Strategie geht auf und er schwebt auf Wolke 7. Walter, der predigt ja immer die ganze Zeit mit Geschenken, mit Tüte hin und her. Den ganzen Scheiß brauchst du doch ja nicht, ja? Wenn du ein Typ bist, du kannst die Frau beeindrucken, da brauchst du keine Tüte, da brauchst du Body. Ja. Das ist kein Problem, gibt ja noch mehr hübsche Frauen, ja, oder? Ja? Komm, lass uns gehen. Ja, okay. Ja? Dennis, easy ja. Going jetzt, komm. Love is in the air. Ba-da-da-da-da. Love is in the air, in the thunder.